Oh, ein ruhiger Raumübergang zu dieser Kreuzung, die wir schon kennen. Also wir durften einmal geradeaus, wir durften einmal nach rechts und jetzt dürfen wir vielleicht nach links. Oder dort bietet sich jetzt noch ein viel, viel schlimmerer Anblick. Das Bild kennen wir schon. Ja, geradeaus können wir jetzt eigentlich wieder. Oh. Oh, okay. Ah, ich fürchte, dass geradeaus irgendwas passiert, sodass wir dann doch nicht geradeaus gehen können. Und diesmal müssen wir dann wahrscheinlich nach links. Nur meine Vermutung. Okay, wieder nur Bücher. Ja, und dieses Büchermonster aus dem ersten Kapitel. Kann ich das nicht lesen? Wieso kann ich denn das nicht lesen? Das Latein. Ja, das interessiert ihn nicht. Na gut. Domino. Willst du dich nicht einfach hier hinsetzen und mit Dominosteinen spielen, anstatt weiterzugehen? Oh. Und weitere Flaschen. Gucken uns das hier natürlich trotzdem aus der Nähe an. Wahnsinn. Ja, ich würde ja sagen, da ist jemand ganz schön belesen, dem die ganzen Bücher gehören. Aber es ist natürlich kein besonders pfleglicher Umgang mit den Büchern. Ja, die Rolle von den Büchern an sich haben wir noch nicht verstanden. Darauf haben wir noch nicht so viele Hinweise gefunden. Also ja, wir finden ständig Schränke mit Büchern. Aber ja, gerade auch in Bezug auf die Bücher, eben in diesem einen Raum, wo sich dieses Büchermonster geformt hat, was damit auf sich hat, das ist eben jetzt die Frage. So, was passiert denn schlimmes Spiel? Okay, erstmal noch nichts. Wir können hier aufmachen. Natürlich so, dass wir da noch nicht reingucken können. Okay. Ah, es sind nur Pinsel drin. Schade. Hübsches Frauengemälde. Ja, nicht, dass es dann doch hier weitergeht. Das ist so nicht geplant. Einfach nur ein Kleiderschrank. So, aber liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine Unterbrechung machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und ich hoffe, das Mikro sitzt richtig. Moment. So. Auf dass ihr noch besser hört, wenn ich mich erschrecke. Yay. Ja, okay. Oh, ich kann hier aufmachen. So, dann ist die Frage, können wir hier aufmachen? Da können wir auf jeden Fall Licht anmachen. Tun wir das doch mal. Ja, da können wir auch aufmachen. Interessant. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist wieder so eine typische Angelegenheit. Wir machen einfach mal diesen Raum, weil wir bis jetzt noch nie nach links gehen konnten. Oh. Spannend. So einen Raum hatten wir bisher noch gar nicht. Na, was wird sich da unten wohl gleich Furchtbares abspielen? Oder, da ist eine Schlüssel. Ich hoffe, wir kommen da hin. Also ich meine, es sieht ja so aus, als könnten wir die Leiter verschieben und dann da ran, oder? Oh. Ganz toll. Kommt bestimmt jetzt gleich was rausgeflogen, was dann da ins Fenster geht. Oder andersherum. Oh,
Nein, es ist eine, es ist eine Treppe, die nach unten führt. Oh, wie ich ja sowas liebe. Das heißt, wir kommen jetzt hier bestimmt auch nicht weiter, richtig? Wir müssen nach unten. Schön. Also, ich werde mir das noch überlegen, ob ich das schön finde, aber da ist noch eine Schatulle, aber die wird ihn nicht interessieren. Und ich meine, nochmal, wer zündet so Kerzen an und muss das so sein mit der Leiter? Also ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass das voll gefährlich ist und voll viele Brände verursachen kann. Oh, haben wir hier noch einen Lichtschalter? Nee, es ist nur von der Tür. Ach Gott, Treppen sind immer so toll. Hi, Kaspar, David Friedrich. Hey. Erstmal hier in Ruhe umgucken und Licht anmachen. Wir hatten bisher noch gar keinen Flüstergegenstand, fällt mir so ein. Okay, na gut. Die Frage ist jetzt, was ist mit der Tür dort gerade zu? Haben wir wieder das lateinische Dokument. Irgendein Foto. Können wir hier nicht? Doch. Aber wie immer interessiert ihn das alles nicht. Ja. Was mir dabei gerade einfällt, ihr hört wahrscheinlich heute meine Maus wieder klappern und klicken, weil ich bin ja mitten im Umzug und meine Mausbarrikade vom letzten Mal ist natürlich schon umgezogen. Ja. Oh, okay. Wird von Büchern gestützt. I don't like that. Vielleicht bricht das dann irgendwann mal zusammen. Okay. Kann ich die Leiter überhaupt benutzen? Ja. So kann ich sie benutzen, aber ich kann sie nicht. Wie kann ich sie denn bewegen, ist die Frage. Ich vergesse auch, dass ich hier nicht springen kann in dem Spiel. Wenn das mal hier so machen. Ah, es funktioniert. Schön. Also. Ja, wollen wir uns erst den Schlüssel holen oder wollen wir erst die Tür dort hinten probieren? Ob wir die aufmachen können? Wir gehen erstmal hier hinter. Ah, die können wir einfach so aufmachen. Okay. Ja, wir nehmen uns trotzdem erstmal den Schlüssel mit, denn vielleicht ist das ja so eine Sackgassentür dort oben. Und jetzt sehen wir bestimmt irgendwas auf der Treppe. Können wir hier eigentlich auch hoch? Nö. Ach ja. Und er läuft auch immer so langsam. Naja, was will man auch anderes machen, wenn man so ein Bein hat? Das ist dann völlig normal. Okay. Zeit, das Büchermonster herauszufordern. Nein, ich hoffe nicht. Aber es sieht fast so aus mit den ganzen Büchern. Okay. Ah, sie geht nicht zu. Das heißt, unten geht es eigentlich weiter. Was ist das denn?
Ja, irgendwas Schreckliches wird sich jetzt hier wieder offenbaren. Oh Gott. Ach, nee, so schlimm ist es nicht. Es ist ein Foto seiner Frau mit dem Kind, mit dem na wahrscheinlich Neugeborenen im Bett. Und das Gesicht der Frau hat ausgebrannte Flecken. Ja, das kommt wahrscheinlich wieder dann in unser Album. Ja, gut, dass wir hier oben waren und das mit dem Schlüssel gemacht haben. Aber es ist trotzdem sehr quälend langsam, wie er hier läuft. Und man denkt die ganze Zeit, es wird was passieren. Aber wahrscheinlich wird erst wieder was Schlimmes passieren, wenn ich im nächsten Raum bin. Oder in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, dann wird hier wieder alles kreuz und quer rumfliegen. Irgend sowas. Nein. Oh Gott. Nicht, dass ich solche Korridore mag. Ja. Wo ist es denn? Ist hier drin? Ja, es scheint so zu. Nee. Wir lesen erstmal den Brief. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder innervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, diese erwähnten, scheinen keine scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeit-Rehabilitierungsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meinen Kollegen oder mich kontaktieren. Und oben drüber steht eben noch so ein verdammter Quacksalber. Ach so, und dann steht hier noch hochachtungsvoll Robert Richards. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal im Original an hier. Ah, hier, another fucking. Ja, man kann es nicht lesen. Gott sei Dank gibt es eine Übersetzung. Ja. Das erinnert mich an gewisse Phänomene, die wir derzeit teilweise im Internet haben. Aber eigentlich nicht nur derzeit. Okay, gucken wir mal, was es hier mit dem Telefon auf sich hatte.
Wir erinnern uns, dass wir auch ein kaputtes Telefon im Arbeitszimmer ganz am Anfang gefunden haben. Ah, da. Okay. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Treppe? Nee. Okay. Diesmal haben wir nur nichtssagende Zettel. Und jetzt ist die andere Seite. Nee. Ah, jetzt sind wir oben. Okay. Wir können aber damit nichts machen. Wieso kann ich damit nichts machen? Okay, gehen wir halt weiter. Oh. Netter, entnervender Soundeffekt. Oh. Nee, ich wollte gerade sagen, es ist leise, wenn wir hingehen. Na gut. Ja, sowas kann auch sehr zermürbend wirken. Oh Gott, jetzt ist was bei mir hier runter aus dem Regal gefallen. Na toll. Okay, das ist wieder der gleiche Brief. Wieder da. Jetzt ist irgendwas zugegangen. Ja. Ich glaube, das Spiel möchte irgendwas von uns, dass wir irgendwas machen. Ich glaube, einfach nur weiterlaufen wird uns nicht zum Ziel bringen. Oder? Wir können ihm nicht entkommen. So, das heißt, wir haben jetzt hier wieder den Brief von dem Arzt. Ja. Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Nee. Was sagt der denn da im Hintergrund? Ich verstehe das leider nicht genau. Vielleicht müssen wir mal rückwärts laufen. Versuchen wir das mal. Was ist das da oben? Irgendein heller Fleck. Ah. Jetzt liegt's da unten. Jetzt hat er es vorwärts gesagt. Yes. Ah. Hello? Yes, speakers. What? What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ja, okay. Das ist natürlich ein äußerst traumatisches Ereignis, in der Tat. Also so diese Erinnerung einfach an so einen Anruf, glaube ich, das ist ziemlich einschneidend. So. Okay. Oh, wieso geht denn das nur immer nicht? Das ist wieder der gleiche Brief. Oder? Ja. Aber hier vorne haben wir jetzt eine
Nee. Oh. Ruhelose Erinnerungen. Ja, definitiv. Darf ich noch mal? Ist das ein Rattenzettel? Kranke Erinnerungen. Vielleicht hätte ich mich vorher noch ein bisschen besser umgucken sollen. Wow. Tja, war das Farbe oder? Aber wir können ihn nicht nochmal betätigen. Wir können aber rein theoretisch wieder zurückgehen. Die Tür geht nicht zu. Das finde ich interessant. Die Musik. Also das ist jetzt schon, also es ist natürlich eher Ambient, aber es ist trotzdem, fällt schon eher unter Musik. Nein. Ist das Gewitter, das wir da hören? Ja. Flapping horror, be quiet. Constantly flapping, eating other rats. Fledermäuse, Flederratten, ihr flatternde Schrecken, seid still, konstantes Flattern, fressen andere Ratten. Wir haben schon lange keine richtigen Ratten mehr gesehen. Warum ist die Tür noch offen? Glühbirne. Oh, die ist sogar noch an, aber sie spendet halt überhaupt kein Licht. Interessant. Okay, na dann. Ein weiterer langer Korridor. Oh. Jetzt geht's auf. Okay. Ich finde diese 3D-Effekte, die sind schon sehr interessant, muss ich sagen. Okay. Okay. Wir müssen da lang. Ja. Können wir uns ja sehr gut vorstellen, dass es unsere Frau ist. Okay. Alles runtergeworfen. Spendet ja wirklich viel Licht.
Also ich finde solche Jagdtrophäen ja sowieso furchtbar. Oh, der Fahrstuhl. Hoffnung tötet den Geist. In deinem Fall vielleicht tatsächlich, wenn du die Hoffnung hattest, dass jemand deine Frau wieder in Ordnung bringen könnte. Jetzt stehen wir wieder vor der Frage, in welche Richtung wir fahren. Nach oben oder nach unten? Wir sind das letzte Mal nach oben gefahren, also fahren wir jetzt mal nach unten.